Und heute ist sie bei uns, Stefanie Effner, halbes Jahr im Amt als Landesbeauftragte für Behinderte. Ist denn der Landtag so ausgestattet, dass Sie mit dem Rollstuhl problemlos überall hinkommen? Ja, der Landtag ist ja gerade komplett saniert worden und im Landtag selber im Plenum kann ich jetzt überall rumfahren. Zwischendrin war er mal umgezogen und ja, da wo die Landespressekonferenz stattgefunden hat, wo ich mich vorgestellt habe. Da musste dann erstmal eine Rampe zur Bühne gebaut werden und wir mussten vorher dann erstmal telefonieren und das ist tatsächlich auch so, ich reise ja auch viel im Land rum und ja, da wo ich so hinkomme, man soll es nicht denken, selbst manche Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, selbst da habe ich dann mit dem Rollstuhl ein Problem, weil sie dann wiederum auf andere Behinderungen zugeschnitten sind. Sie sind aber in Ihrem Amt auf alle Menschen mit Behinderungen ausgerichtet, also die mit geistiger, mit körperlicher, mit seelischer Behinderung, Ihr Amt umfasst alle. Genau, also ich bin für alle Menschen mit Einschränkungen zuständig und das macht auch Sinn, weil letztlich auch Rollstuhlfahrer haben auch nicht alle die gleichen Bedürfnisse. Jemand, der von Hand Rollstuhl fährt, der kann einen Bordstein locker überwinden, wenn er kräftig ist. Ich mit meinem elektrischen kann nicht ankippen, komme da nicht so drüber. Aber das Entscheidende ist letztlich die Frage, gestalten wir unsere Umwelt und unser gesellschaftliches Miteinander so, dass jeder teilhaben kann. Und das ist das, wofür ich mich einsetze. Und da spielt die ursächliche Behinderung eigentlich gar nicht die entscheidende Frage, sondern wie gehe ich als Gesellschaft damit um? Lassen Sie uns noch kurz bei der Politik bleiben. Es gibt ja einen politischen prominenten Rollstuhlfahrer, Bundesminister Schäuble ist ja Rollstuhlfahrer. Da könnte man ja meinen, dass die Sensibilität eine andere geworden ist, wenn es einen Bundesminister gibt, der im Rollstuhl sitzt. Ist es das? Das möchte ich bestreiten. Also ich glaube erstens, er hat ja seine politische Karriere gestartet, bevor er im Rollstuhl saß. Und ich denke, gerade zu der Zeit, ob er die gemacht hätte, wenn er von Anfang an im Rollstuhl gesessen hätte, das halte ich für zweifelhaft, weil man schon immer noch mit dem Vorurteil zu kämpfen hat, ist man überhaupt belastbar, schafft man das alles? Also das sind so gängige Überlegungen und ach, dann fallen die Leute womöglich dauernd aus und naja, Politik ist halt schon recht anstrengend und er wird ja auch, wenn man in den Medien schaut, man sieht ja meistens nur den Oberkörper und natürlich hat für jemanden, der in so einem Amt unterwegs ist, der erfährt auch Barrieren nicht so, wie ihn Otto Normalbürger erfährt. Der hat seine Fahrer, seine Bodyguards, die Leute, die ihn irgendwo hochtragen. Ja, welcher Mensch mit Behinderung, der ganz normal irgendwo lebt, hat die Begleitperson dabei, die ihm immer hilft. Ja. Genau. Sie haben aber gerade schon was Wichtiges angesprochen, nämlich dass Behinderten weniger Power, Kraft, was auch immer zugesprochen wird. Gibt es so Sprüche, die Sie ärgern, die auch Sie zu hören kriegen? Na, es gibt so Grundannahmen und das finde ich manchmal schwer. Also eins, was mir besonders in Erinnerung ist, da sind die Leute aus meiner Partei dann auch richtig sauer geworden, haben eine Veranstaltung gemacht und dann kam ein älterer Bürger an und hat mich beschimpft, was ich mir denn einbilde, dazu überhaupt eine Meinung zu haben zu diesem Thema, weil ich würde ja eh keine Steuern zahlen. Also einfach, weil ich im Rollstuhl sitze. Arbeite ich nicht, lass mich pampern irgendwie vom Staat und tu nichts für diese Gesellschaft, mal abgesehen davon, dass selbst wenn ich keine Steuern zahle, vielleicht gebe ich der Gesellschaft eine ganze Menge andere Dinge. Also so, was mich eigentlich am meisten ärgert, ist, wenn man entweder nicht fragt und einfach so das, was man selber für Vorurteile im Kopf hat, als Gültigkeit voraussetzt oder wenn man dann andere fragt und nicht mich. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wenn man meinen Mann fragt, also so ganz witzig, so Erlebnisse, wo wir in Damen-Oberbekleidungsgeschäfte gehen und mein Mann, er sieht auch nach einem Mann aus, also er kleidet sich nicht wie eine Frau und wenn er dann aber gefragt wird, was wir denn wollen, das ist dann schon etwas strange und der reagiert dann manchmal inzwischen etwas pampig und sagt dann, Sie können ruhig mit meiner Frau reden. Sie kann selber sprechen, hat eine eigene Meinung. Also, dass man nicht mit Ihnen spricht, sondern über Sie spricht und auch an den Rollstuhl packt, ohne zu fragen, kann ich helfen oder ist das jetzt gut, wenn ich das tue, sondern einfach anpackt und Sie irgendwo hinbuxiert oder meint, helfen zu müssen. Sowas gibt es auch.
Ja, sowas gibt's, aber das wäre ja genau das Gleiche, wenn Sie mit dem Stadtplan irgendwie in Stuttgart irgendwo stehen und weil ich denke, aha, Tourist, Stadtplan und dann schleife ich Sie mal direkt zum Schloss oder so und Sie wollen vielleicht ganz woanders hin, in irgendein Museum, ja, dumm gelaufen, ja. Sie sind jetzt ja auch Ombudsfrau und viele Behinderte sprechen Sie an mit ihren Sorgen und Nöten. Was kommt da so auf Sie zu? Wo ist ein Leidensdruck, eine Not? Also es betrifft tatsächlich alle Lebensbereiche. Mhm. Ja, von der Kleinkindbetreuung bis zum Leben am Lebensende, von Schule, Arbeit, Mobilitätsfragen, ganz unterschiedliche Dinge, wo natürlich es viel Veränderungen gegeben hat. Das Schulgesetz ist ja in der letzten Legislatur geändert worden. Und da muss man schon auch wissen, dass in Baden-Württemberg vorher vom Schulgesetz her gar nicht die Möglichkeit zu inklusiver Beschulung bestanden hat. Mhm. Also da galt gesetzlich gesehen noch die Pflicht zum Besuch von Sonderschulen. Und das ist natürlich neu, das verändert was, das stellt Herausforderungen an alle Beteiligten, Schulen, Schulämter, Lehrkräfte, andere Kinder, andere Eltern in der Schule und ja, da ist einfach vieles, was noch nicht rund läuft, wo ich in Einzelfällen dann eben aktiv werden muss, wo ich dann aber auch aus der Zusammenschau, was eben da im Einzelnen schief läuft, so ein Gesamtbild kriege und gucke, wo müssen wir nachsteuern. Es ist natürlich auch den Lehrern, die natürlich auch mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien, die zu integrieren und dann noch die Geschichte, dass sie Behinderten in ihrem Unterricht haben. Es ist auch wahnsinnig viel, was den Lehrern an Last übertragen worden ist in der letzten Zeit, ohne sie da zum Teil drauf vorzubereiten. Also es ist dann immer von verschiedenen Seiten, wo ein Problem ansteht. Aber lassen Sie uns vielleicht mal gerade bei den Kindern bleiben. Man sagt ja dann auch immer so leicht hin, ja, die können doch ihr Recht einklagen, wenn sie das Recht jetzt haben. Woran hängt es dann? Naja, also ich finde, da, wenn Politik sagt, naja, wir haben ja einen Rechtsstaat und im schlimmsten Fall können die Leute den Rechtsweg beschreiten, dann macht sich Politik zu einfach. Weil der erste Punkt ist, dass gerade Menschen mit Behinderungen trauen sich auch oft nicht, ihre Rechte einzuklagen, weil sie sind in vielen Fällen ihr Leben lang auf Leistungen zum Beispiel vom Sozialamt angewiesen, weil das eben die Leistungen für behinderte Menschen bezahlt. Und mit denen will man sich ja auch nicht unbedingt verscherzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wo erfahre ich überhaupt meine Rechte, wo kriege ich Beratung? Gibt es überhaupt barrierefreie Beratungsstellen zum Beispiel? Naja, und selbst wenn ich den Rechtsweg beschreite, ich gebe Ihnen ein Beispiel, gerade aktuell, was im Moment immer wieder auftaucht, so an Einzelfällen, wo es darum geht, was bekommen Schüler für Nachteilsausgleiche, so heißt der Fachausdruck, für Prüfungen. Dürfen sie ein Spracherkennungsprogramm benutzen? Dürfen sie jemanden dabei haben, dem sie diktieren all solche Dinge. Und der Staat ist nicht nur zur Herstellung von Barrierefreiheit verpflichtet, sondern er muss auch eben angemessene Vorkehrungen treffen, damit individuelle Nachteile auf der persönlichen Ebene ausgeglichen werden können. Naja, und wenn ich jetzt irgendwie ein paar Wochen vor meiner Prüfung da sitze und weiß eben nicht, kriege ich die Hilfen, um diese Prüfung überhaupt schreiben zu können, dann ist der Prüfungsstress noch mal verzehnfacht. So und wenn ich klagen muss, naja, dann ist die auf Prüfung Termin, vorbei, bis genau, es geklärt ist. Dann ist die Prüfung einfach vorbei und ein Termin beim Sozialgericht, da können locker 2 Jahre vergehen. Draufgehen, ja. So, und dann, damit kann man dann halt auch Lebensläufe, Bildungswege, wenn es darum geht, inklusive Schule, Regelschule oder Sondersystem eben nachhaltig regelrecht zum zerstören. Absturz bringen, unbedingt. Was auch noch ein wichtiges Thema ist, vielleicht können wir das noch ein bisschen auf dem Weg zum Tisch rüber besprechen, dass Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestimmung brauchen. Fängt zum Beispiel beim Essen an. Was mag ich essen? Ne? Was, wenn man in einem Heim lebt, können die ja selten darüber beschließen, oder? Ja, also wenn ich in einer Einrichtung lebe, die mir quasi den Rundum-Service bietet, dann heißt es immer, naja, da gibt's ja alles. Aber das hat halt nichts damit zu tun, was für die allermeisten Menschen irgendwie selbstverständlich ist im Alltagsleben. Allein, dass sie jeden Tag entscheiden, worauf habe ich denn Lust heute zu essen? Weil es wird von der Großküche für die gesamte Gruppe angeboten. Vorgegeben, zack, entweder du isst es oder lässt es bleiben. Genau.